Zeugnisse verfeinerter Lebensart in einer feudalen Epoche. Das Jagdschlösschen Kranichstein. Darmstadts Fürsten waren passionierte Jäger. Sie pflegten besonders die Parforcejagd. Einer spannte sich sogar Hirsche vor seine Kutsche. Die Landgräfin Caroline scharte erlauchte Geister im Kreise der Empfindsamen um sich. Der junge Goethe war dabei und sorgte bei Hofe für einen Skandal, als er nachts in einem Weiher der Umgebung badete, nackt. Ein Wohnquartier, das sein Gesicht aus der Vergangenheit, wenigstens teilweise, unversehrt bewahren konnte, ist das Martinsviertel. Der Zweite Weltkrieg löschte das alte, in Jahrhunderten gewachsene Darmstadt aus. In der Nacht zum 12. September 1944 kamen 12.000 Menschen bei einem britischen Luftangriff ums Leben. Phosphorbomben, die sich später auch in Dresden eingesetzt wurden, machten 70% der Stadt dem Erdboden gleich. Über die Hälfte der Einwohner waren obdachlos. Bei Kriegsende hätte keiner geglaubt, dass aus dieser Trümmerwüste wieder eine Stadt würde. Doch die Darmstädter wollten nicht aufgeben. Sie bauten ihre Stadt wieder auf. Nicht so, wie sie war, sondern wie es die Not gebot. Es musste schnell Wohnraum geschaffen werden. Das alte Staatstheater, das einmal neben Berlin die renommierteste deutsche Bühne war und Pflichtstation auf der Karriereleiter der berühmtesten Regisseure und Schauspieler, blieb eine Ruine. Das neue Haus, dem Zeitgeist entsprechend hochtechnisiert und funktionell, hat diese Tradition nicht fortsetzen können. Aber es gehört noch zu den ersten Bühnen. Glänzend ist der Ruf Darmstadts auf dem Gebiet der Literatur. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung hat hier ihren Sitz. Sie widmet sich der Pflege der deutschen Sprache und vergibt den wichtigsten Literaturpreis. Die Technische Hochschule bringt internationales Ansehen im Bereich der Naturwissenschaft. Bei der Ansiedlung neuer Fabrikationszweige im Westen der Stadt legte man Wert auf rauchlose Industrie. In der Hauptsache arbeiten hier Druckereien und Verlage. Arbeitsplätze mussten geschaffen werden, auch für die vielen Flüchtlinge aus den verlorenen Ostgebieten. Jeder vierte Darmstädter stammt von dort. Heiner nennen sich die Darmstädter selbst. Früher ein Schimpfwort für die Buben der niederen Stände, heute ein klassenloser Spitzname für alle. Beim alljährlichen Heinerfest hat sich die Identität der alten und der neuen Darmstädter gefestigt. In der gemeinsamen Ausgelassenheit und der allgemeinen Verbrüderung. Im Rausch und im Kater danach. Heiner meint heute jeden und jede. Der Jugendstil. Das war die letzte große einheitliche Ausdrucksform des Abendlandes, die alle Lebensbereiche durchdrang. Der Stil einer sterbenden Epoche. Er entwickelte sich kurz vor der Jahrhundertwende und ging im Ersten Weltkrieg unter, ebenso wie das Unternehmerbürgertum, das ihn trug als maßgebende Schicht. Hier, auf der Darmstädter Mathildenhöhe, ist alles bewahrt, was Jugendstil bedeutet. Mit einem kunstsinnigen Großherzog nahm alles seinen Anfang. Ernst Ludwig von Hessen, geistiger Förderer und Mäzen einer epochemachenden Künstlergeneration. Seinen Plan von einem freien Lebens- und Schaffensraum für Künstler verwirklichte er auf der Mathildenhöhe. In einem ganz eigenen Stil entstanden dort Villen und Ateliers für Architekten, Maler und Bildhauer. 15 Jahre lang blühte hier die Wunderwelt des Jugendstils. 1901 öffnete die Darmstädter Künstlerkolonie ihre Tore und demonstrierte den Geist der neuen Kunstrichtung, Jugendstil. Eine völlig veränderte Wohnkultur, schön, praktisch, wahrhaftig in allem. Pavillons, Ateliers und Wohnhäuser, bis ins kleinste Detail sorgsam gestaltet. Kein einheitlicher Stil verband sie. Die konsequente Beachtung individueller ästhetischer Bedürfnisse stand im Vordergrund. Mit klaren Linien und zarten Farben stellte sich die Künstlergruppe der überladenen Plüsch- und Talmikultur der Zeit entgegen. In ihrem gemeinsamen Atelierhaus, dem Tempel der Arbeit, wie sie es nannten, entwarfen die Koloniemitglieder das Gesamtkunstwerk Wohnkultur. Dinge des täglichen Lebens wurden zu Kunstwerken, durch die Schönheit des Materials und die liebevolle Gestaltung der Formen.
Jugendstil, das war auch die Wiederbelebung des Kunsthandwerkes gegen industrielle Massenfertigung. Die Ausdrucksform des wohlhabenden gebildeten Bürgertums, dem die Künstler angehörten. Die Erhöhung des Alltags durch die Kunst gehörte zu den Ideen dieser umfassenden Lebensreform. Eine Reform, die alle Bereiche des Daseins auf natürliche und humane Grundlagen stellen wollte. Bei der Ausstattung ihrer Häuser als Musterwohnungen dieses neuen Stils bewiesen die Künstler der Mathildenhöhe Universaltalent. Gelegentlich kreierten sie sogar Damenmode. Die Künstlerkolonie in Darmstadt sollte ein Modell sein, das bis ins kleinste Detail den gleichen Geist atmete. Der Anlage von Gärten und Spazierwegen widmeten sich die Künstler mit der gleichen Sorgfalt wie der Gestaltung von Fassaden oder Innenräumen. Sie wollten ein allumfassendes Dokument moderner Kultur vorstellen. Als Auftraggeber, Finanzier und bisweilen auch als Mitarbeiter ließ der Großherzog diesen Künstlertraum Wirklichkeit werden, bis der Erste Weltkrieg ihn zerstörte. Die russische Kapelle auf der Mathildenhöhe stammt ebenfalls aus der Zeit der Jahrhundertwende. Der letzte Zar, also Nikolaus II., hat sie bauen lassen, denn er war hier oft zu Gast. Als Architekten verpflichtete er Louis Benoit, das war übrigens der Großvater des berühmten Hollywood-Schauspielers Peter Ustinov. Dass Nikolaus II. Hier des Öfteren weilte, hat einen einfachen Grund. Seine Gemahlin war eine Tochter des Darmstädter Großherzogs. Hier präsentiert sich die Zarenfamilie mit ihrer hessischen Verwandtschaft, dem Fotografen. 7 Jahre später fand sie in den Wirren der russischen Revolution ein schreckliches Ende. Ein Bolschewistenkommando erschoss die Herrscherfamilie in einem Keller. Ob Tochter Anastasia dabei ebenfalls umkam oder ob sie überlebte, das wird wohl immer ungeklärt bleiben. Von diesem Schloss aus regierten die Landgrafen von Hessen-Darmstadt ihr Fürstentum. Strenge Herren, gefügiger Untertanen. So waren die Verhältnisse bis ins 19. Jahrhundert. Es gab fast 300 solcher, mehr oder weniger, bedeutungsloser Kleinstaaten auf deutschem Boden. Alles souverän und von einem absolutistischen Herrscher regiert. Jeder Fürst versuchte, sich Macht und Einfluss zu verschaffen, eine glanzvolle Hauptstadt aufzubauen und namhafte Künstler an seinen Hof zu ziehen. Heute sind diese Hinterlassenschaften ein Grund für den kulturellen Reichtum der deutschen Regionen. Doch damals war dieses Streben nach Glanz und Gloria eine schwere Bürde für die arbeitende Bevölkerung, die ja für all dies aufzukommen hatte. Wie eine Brandfackel fuhr denn auch im Jahr 1834 eine politische Kampfschrift ins festgefügte feudale Darmstadt unter dem harmlosen Titel Der hessische Landbote, trug sie die zündende Parole ins Volk: Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Das Leben der Vornehmen ist ein langer Sonntag. Sie wohnen in schönen Häusern, sie tragen zierliche Kleider und haben feiste Gesichter. Das Volk aber liegt vor ihnen wie Dünger auf dem Acker. Das Volk ist ihre Herde, sie sind seine Schinder. Sie herrschen frei und ermahnen das Volk zur Knechtschaft. Der Fürst ist der Kopf des Blutegels, der über euch hinkriecht. Der Fürstenmantel ist der Teppich, auf dem sich die Herren und Damen von Adel und Hofe in ihrer Geilheit übereinander wälzen. Geht einmal nach Darmstadt und seht, wie die Herren sich für euer Geld dort lustig machen. Und erzählt euren hungernden Weibern und Kindern, dass ihr Brot an fremden Bäuchen herrlich angeschlagen sei. Erzählt von den stattlichen Häusern, die aus den Knochen des Volks gebaut sind. Das Leben des Bauern ist ein langer Werktag. Fremde verzehren seine Äcker. Sein Schweiß ist das Salz auf dem Tische des Vornehmen. Das Steuergeld ist der Blutzehnte, der vom Leib des Volkes genommen wird. Die Menschen schwitzen, stöhnen und hungern dafür. Seht nun, was man in dem Großherzogtum aus dem Staat gemacht hat. Seht, was es heißt, die Ordnung im Staat zu erhalten. 700.000 Menschen bezahlen dafür 6 Millionen. Das heißt, sie werden zu Ackergäulen und Pflugstieren gemacht, damit sie in Ordnung leben. In Ordnung leben heißt, hungern und geschunden werden. Das alles duldet ihr, weil Schurken euch sagen, diese Regierung
soll dem hessischen Lande die Wahrheit melden. Aber wer die Wahrheit sagt, wird gehängt. Sie müssen das Blatt sorgfältig außerhalb ihres Hauses vor der Polizei bewahren. Betet und lehret eure Kinder beten. Herr, zerbrich den Stecken unserer Treiber und lass dein Reich zu uns kommen. Das Reich der Gerechtigkeit. Amen. Verfasser dieses kämpferischen Manifestes war Georg Büchner, bedeutendste Dichter der Stadt. Es ist ihm nicht gelungen, die deutsche Revolution herbeizuschreiben. Seine Schrift hat nicht Geschichte gemacht, nur Literaturgeschichte. Büchner war ein aufrührerischer Poet, ein poetischer Aufrührer, kurz ein Fall für die landgräfliche Polizei. Gesucht Georg Büchner, 21 Jahre, Student der Medizin aus Darmstadt. Hat sich der gerichtlichen Untersuchung seiner indizierten Teilnahme an staatsverräterischen Handlungen durch Flucht entzogen. Wie ein Verbrecher wird Büchner gejagt. Er flieht ins schützende Ausland und kehrt nie mehr nach Darmstadt zurück. Heute wird Büchner neben Heinrich Heine als der bedeutendste politische Dichter Deutschlands geehrt. Der revolutionäre Poet wurde 1813 nahe Darmstadt geboren. Die Gedenktafel an Büchners Geburtshaus erinnert an den unbequemen Bürger von einst. Die wertvollen Folianten, Dokumente und Bilder aus Büchners Zeit hütet Dr. Anton Büchner, ein direkter Nachkomme. Im bürgerlichen Arzthaushalt wurde Büchner von seinem Vater liebevoll, aber streng auf den künftigen Arztberuf vorbereitet und zu sozialem Engagement erzogen. Auch die Mutter weckte in ihrem Sohn frühzeitig das Gefühl der Mitmenschlichkeit. In der biedermeierlichen Residenzstadt wuchs Büchner auf. Durch den Arztberuf des Vaters bekam er früh Kontakt zu allen Bevölkerungsschichten. Schon in jungen Jahren rieb er sich an den gesellschaftlichen Widersprüchen zwischen pompösem Hofleben und bitterer Armut der unteren Stände. Ein Mitschüler hat den jungen Büchner so beschrieben: Der bedeutendste, selbstständigste und tatkräftigste in unserem Kreise war Georg Büchner. Es war jedoch nicht seine Art, sich anderen ungeprüft und voreilig hinzugeben. Er war vielmehr ein ruhiger, gründlicher, mehr zurückhaltender Beobachter. Wo er aber fand, dass jemand wirklich wahres Leben suchte, da konnte er auch warm, ja enthusiastisch werden. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die Ideen der französischen Revolution erschüttern die feudale Ordnung Europas. Die europäischen Herrscher halten verbissen an ihrer absolutistischen Macht fest. Aber die revolutionären Gedanken sind nicht aufzuhalten. Auch in Deutschland bäumt sich das Volk gegen seine Unterdrückung auf. Besonders das städtische Bürgertum fordert die neuen demokratischen Rechte ein. Doch das Feudalsystem der deutschen Kleinstaaten wird kaum erschüttert. Auf dem Lande ändert sich nichts an der unvorstellbaren Armut und der niederdrückenden Abhängigkeit von den Fürsten. Büchner versucht vergeblich, die hessischen Bauern zum Krieg gegen ihre Ausbeuter aufzurufen. Auch am Darmstädter Hof ist kein Platz für liberale Ideen. Büchner ist zwar ein Revolutionär, aber er erkennt auch, dass Revolutionen die Tendenz haben, zum Selbstzweck zu werden. Diese politische Erkenntnis dramatisiert er in dem bis heute aktuellen Stück Dantons Tod. Danton, Held der ersten Stunde der französischen Revolution, gerät im Gegensatz zu Robespierre, dem Unbestechlichen. Wo die Notwehr aufhört, fängt der Mord an. Ich sehe keinen Grund, der uns länger zum Töten zwänge. Die soziale Revolution ist noch nicht fertig. Wer eine Revolution zur Hälfte vollendet, gräbt sich selbst sein Grab. Die gute Gesellschaft ist noch nicht tot. Das Laster muss bestraft werden. Die Tugend muss durch den Schrecken herrschen. Ich verstehe das Wort Strafe nicht. Mit deiner Tugend, Robespierre. Danton endet unter der Guillotine. Auch Büchner scheitert. Nach einer Odyssee über Straßburg nach Zürich stirbt er gerade 24 Jahre alt, qualvoll, einsam und verzweifelt, am 19. Februar 1837 am Typhus. Zur selben Zeit.
Zeit lebte in Darmstadt ein ganz anderer Dichter. Unerkannt und unangefochten, Ernst Elias Niebergall. Ein lebenslustiger Zecher, ein verbummeltes Genie. Er hinterließ ein Mundartdrama, das zur großen deutschen Literatur zählt, obwohl es außerhalb Hessens kaum verstanden wird. Sein Held, ein Punktgenie mit Geist und Witz, ein Schnorrer mit Fantasie und Grazie. Er lebt auf Kosten der braven Leute und bringt dafür in ihren Alltag ein bisschen Farbe und so ein Hauch von Abenteuer. Er heißt Datterich. Einen recht schönen guten Morgen, Datterich. Ausgeschlafen? Maschenstund hat Gold im Mund. Absonderlich, wenn man so verschläft. In der Klasse bin ich gelernt worden, Aurora Musis Amica. Das heißt auf Deutsch, moins schläft man am besten. Meine schönste Stunde in der Klasse waren die, wo ich geschwänzt habe. Kind mir aber immer so gehe neu wo die Sünde her und steht mich in meiner Nacht ruf. Und dies nicht ist, sind es anderen Leid. Wie wird man sich dann heif wieder durchschlagen? Mein Name ist Datterich. Gegenwärtig bin ich ohne Amt, aber früher bekleidete ich eine Stelle im Finanzwesen. Ja, ich habe sie niedergelegt. Dann Sie müssen wissen, ich hatte einen großen zum Feind. Meine Verdienste um das Finanzielle, die waren verkennt worden. Ich wollte befördert sein, nix da. Da habt ihr Adresse, habe ich gesagt, und habe mich ins bescheidene Privatleben zurückgezogen. Ja, jede Epoche hat ihren Datterich-Interpreten. Und zurzeit ist es Robert Stromberger, Schauspieler, Autor und überzeugter Darmstädter. Dankeschön. Herr Stromberger, der Datterich zeigt ja nun schon einige Facetten des hiesigen Lokalcharakters. Ja. Andere werden in den überlieferten Anekdoten deutlich. Ja. Können Sie da mal eine erzählen? Ja, da gibt es die vom Prinzen Emil und dem Trompeter Fleck. Es war in den napoleonischen Kriegen, die Darmstädter waren wieder mal bei denen, die verloren haben. Und der Prinz Emil stand auf einer Anhöhe, neben ihm der Trompeter Fleck in desperater Lage. Der Trompeter Fleck pries unentwegt zum Angriff. Da sagt der Prinz Emil zum Trompeter Fleck, komm Fleck, hör auf, mir zwar allein, pack es auch nicht mehr. Aber Herr Stromberger, Sie haben für uns diesen Datterich ganz großartig gebacken. Danke. Ich darf Ihnen das zurückgeben, steht Ihnen besser. Und Dankeschön, dass Sie das gemacht haben Gerne. Für uns. Ja, der Darmstädter, wie er leibt und lebt. Selbstironisch, skeptisch gegenüber Sentimentalität, allem Pathos abholt und mit pointierter Rede begabt. Das kennzeichnet die kleinen Leute und die Großen. Die Künstler, die hier arbeiten und die Mäzene, die sie fördern. Bei Pitt Ludwig spielt sich ein Großteil des Darmstädter Kulturlebens ab. Der Präsident, wie er genannt wird, ist Vorsitzender örtlicher Kunst- und Künstlervereine, Darmstädter Original und Motor für Medien- und Musenangelegenheiten. So einen braucht eine kleine Stadt ohne gewaltigen Kulturetat, wenn sie im Konzert der großen und glänzenden Metropolen mitspielen will. Kameras, schlechtem Filmmaterial, wenig Geld
und Autos, die immer für eine Überraschung gut waren. Aber mit der Überzeugung, in Kopf und Herz, die Kamera ist dein Leben. Das Haar, es sollte füllig sein und glänzen, elastisch und standfest, womöglich noch gülden und gelockt, auf jeden Fall meist ganz anders, als die Natur uns nun einmal bedacht hat. Welche Prozeduren und Apparaturen zu diesem Ziel führen sollten, das ist im Museum eines der weltgrößten Haarkosmetikkonzerne zusammengetragen. Zwischen Nordkap und Feuerland verwenden die meisten Friseure Haarfarben und Wellmittel aus Darmstadt. Alles begann mit einer deutschen Erfindung der Dauerwelle. Strähne für Strähne wurde das Haar in Borax-Lösung gekocht. Eine Strapaze, die Kopfhaut und Haar nur selten heil überstanden. In diesem Haus wurde nun jahrzehntelang an der Humanisierung dieses Verfahrens gearbeitet, bis die schonende Kaltschwelle erfunden war. Ein Wunder der Chemie. Und ein weiteres Wunder der Chemie ist in Darmstadt zu Hause. Das Plexiglas. Das erste Stück Plexiglas, durch puren Zufall entstanden. Der Darmstädter Chemiker Dr. Otto Röhm war 1929 im Labor auf der Suche nach neuen Mitteln, um Leder zu gerben. Die Substanz, die er abends stehen gelassen hatte, war über Nacht zu einem festen Stoff geworden, mit fantastischen Eigenschaften. Attraktiv, durchsichtig, bruchsicher. Die ersten Experimente mit dem Wunderstoff. Im Zweiten Weltkrieg entdeckten die Militärs das Plexiglas für sich. Flugzeugfenster und Gläser für Gasmasken kamen nun aus Darmstadt. In den 50er Jahren der große Aufschwung. Plexiglas wurde von Tochterfirmen in aller Welt hergestellt. Im Mutterhaus blieben Entwicklungsabteilungen und Forschungslabors. Immer neue Anwendungsgebiete taten sich auf. Noch heute ist der Stoff, der vor 60 Jahren entdeckt wurde, hochaktuell. Auch weil er so einfach zu bearbeiten ist. Computergesteuerte Maschinen bringen ihn in neuer Form. An dieser Presse werden Werkzeuge entwickelt, mit deren Hilfe sich Duschwannen aus Plexiglas herstellen lassen. Rechner steuern noch andere Bearbeitungsmöglichkeiten. Plexiglas lässt sich, wie Holz, sägen, fräsen oder wie hier, gravieren oder schnitzen. Plexiglas, ein Stoff, aus dem die Träume sind? Ganz so ist es nun auch wieder nicht. Plexiglas ist beinahe unverwüstlich. Es hält ein paar tausend Jahre. In der Natur kann es kaum abgebaut werden. Das ist das eine. Das andere? Sein Grundstoff ist Erdöl, das mit Hilfe von Blausäure weiterverarbeitet wird. Die Abfallprodukte der Herstellung belasten die Umwelt erheblich. Plexiglas macht Skier schneller und sicherer, macht Dächer leichter und heller. Der Reiz des Stoffes liegt darin, dass er beinahe unsichtbar ist. Doch, wie alle Kunststoffe, lastet er schwer und bleibend auf der Umwelt. Mittelgebirgen aus. Ganze Waldflächen liegen flach. Im Frühjahr zerfetzten mehrere Orkane die Forste und hinterließen ein Trümmerfeld. Und das in einer Zeit, in der die Deutschen sich ohnehin große Sorgen um ihre Wälder machen. Die nämlich sind von einer schleichenden Krankheit befallen, wahrscheinlich verursacht durch Industrieabgase und den sauren Regen. Früher waren Orkane seltene Ereignisse in Europa. Heute kommen sie Schlag auf Schlag. Was ist los mit unserem Wetter, fragen sich die Europäer. Ist das eine normale Klimaschwankung
oder die weltweit drohende Klimakatastrophe. Die Meteorologen sind sich nicht einig, wie sie die Daten der Wettersatelliten zu deuten haben. Die europäischen Satelliten übrigens funken nach Darmstadt hinunter. Dort nämlich befindet sich die Steuerungszentrale der European Space Agency. Gleich 5 Orkantiefs hintereinander waren Anfang des Jahres über Europa hinweggezogen. Europas Wettersatellit Meteosat hatte die ersten Bilder der drohenden Sturmfronten schon zur Erde gefunkt, als sie sich gerade erst über dem Nordatlantik entwickelten. Die Kommandozentrale des Europäischen Satellitenoperationszentrums in Darmstadt. Zurzeit werden hier 13 europäische Satelliten ständig kontrolliert und auf Kurs gehalten. Hier kommen ihre Daten an. Von hier aus werden sie an die anderen europäischen Raumfahrtzentren weitergegeben. Kurz vor dem Start einer europäischen Trägerrakete, eine Ariane 4. Den Männern im Darmstädter Kontrollzentrum ist die Spannung anzumerken. Vor diesem Moment hängt alles ab. Ariane-Starts sind bisher gelungen. 5 gingen schief. Erst Anfang des Jahres war die letzte Ariane nach dem Start explodiert. Trotzdem gilt das System weltweit als zuverlässig. Kurz nach dem Start beginnt für die Weltraumfluglotsen in Darmstadt die wichtigste Einsatzphase. Sie müssen den Satelliten in die richtige Umlaufbahn dirigieren. Und sie müssen dafür sorgen, dass er seine Arbeit tut. Beim Meteosat besteht sie darin, dass er alle halbe Stunde mehr als 40 Millionen Wetterdaten zur Erde funkt. Eine unvorstellbare Flut von Informationen prasselt ständig auf die Bodenstationen nieder. Legionen von Satelliten kreisen inzwischen um die Erde. Und es werden immer mehr. Allein 43 haben bisher schon die Ariane-Raketen in den Orbit geschossen. Einige davon sind heute schon Weltraumschrott. Raumstationen, wie sie heute Europäer und Amerikaner gemeinsam für die Zukunft planen, werden dauerhafter sein. Der Bedarf an Satelliten ist längst noch nicht gedeckt. Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat für die nächsten Jahre volle Auftragsbücher. Moderne Kommunikation, das heißt Satellitenkommunikation. Leistungsfähige Nachrichtensatelliten haben Konjunktur. Daneben werden immer aufwendigere Forschungssatelliten ins All geschickt. Ein Gebiet, auf dem NASA und ESA eng zusammenarbeiten. Einem Forschungssatelliten haben die Weltraumfluglotsen in Darmstadt ihren spektakulärsten Einsatz zu verdanken, der Raumsonde Giotto. Mit ihr starteten die Europäer 1986 erstmals eine Weltraummission, die weit über den Orbit hinausführte. Ziel der Reise? Der Komet Halley. Mehr als 150 Millionen Kilometer von der Erde entfernt sollte Giotto auf Halley treffen. 13. März 1986, die Nacht des Kometen. Giotto funkt Live-Bilder von Halley zur Erde. Die Männer in Darmstadt sind die Ersten, die einen Kometen aus der Nähe betrachten dürfen. Mittlerweile, mehrere Jahre nach diesem Ereignis, wurde Giotto übrigens reaktiviert. 1992 soll die Sonde den Kometen Griggs-Gellerup erreichen. Wenn alles klappt, wird ein weiteres Rätsel des Weltraums entschlüsselt sein. Die Grube Messe, eine öde Grube ausgefüllt mit grauem Ölschiefer. Kein besonders attraktiver Platz. Doch auf den zweiten Blick sieht das ganz anders aus. Die Leute, die hier so angestrengt graben, sind Paläontologen. Das heißt, sie suchen und finden Versteinerungen von Pflanzen und Tieren, die hier vor über 50 Millionen Jahren gelebt haben. Wie diese hier. Im öligen Schiefer sind sie so gut erhalten, dass die Messeler Grube ein einmaliges Fenster in die graue Vorzeit unserer Erde ist. Vor über 50 Millionen Jahren herrschte hier tropisches oder subtropisches Klima. Die Messeler Grube war ein verträumter See, ein Dorado für Fauna und Flora. Vor 50 Millionen Jahren starben diese beiden Schildkröten im urzeitlichen See, sanken zum Grund hinab und in den weichen Schlickboden ein. Woran sie gestorben sind, lässt sich nicht mehr feststellen. Sie und andere Tiere aus dem Eozän, wie dieses berühmte, nur ca. 60 cm große Urpferdchen und die Vorfahren unserer heutigen Krokodile, haben damals
Ein junges Wissenschaftlerteam ist dabei, diese frühe Welt zu rekonstruieren. Die versteinerten Mageninhalte der Fossilien geben Aufschluss darüber, was die ersten Säugetiere jener Epoche gefressen haben. Anhand der Skelettstrukturen versuchen die Forscher herauszubekommen, wie sich jene fernen Wesen fortbewegt haben. Ihr Tun erinnert an die Arbeit der Kriminalisten an einem gerichtsmedizinischen Institut. Scharfsinnige Kombinationsgabe und schöpferische Fantasie gehören dazu. Der Präparator modelliert einen Skelettknochen nach. Wie dieses Tier gelaufen sein könnte, erforscht Dr. Friedemann Schrenk. Es geht hier um Leptictidium, ein ursprüngliches Säugetier. Die Zähne dieses Tieres oder eines solchen Tieres wurden zunächst in Nordamerika gefunden. Wir haben jetzt in Messel die Möglichkeit, ganze Skelette zu untersuchen, weil wir die in Messel finden. Und uns interessiert vor allem, wie die Tiere sich bewegt haben. Wir haben hier Vergleichsmaterial von heute lebenden Tieren, Kängurus oder Springhasen. Und wir versuchen jetzt herauszufinden, ob diese Tiere gelaufen oder gesprungen sind. Vermutlich ist diese Zeichnung in diesem wissenschaftlichen Fachbuch falsch. Dr. Michael Schmitz überprüft am Elektronenrastermikroskop die Schwanzstruktur des Leptictidiums. Bis zu 50.000-fach kann die Probe vergrößert werden. Wenn es gelingt, eine Schwanzbehaarung nachzuweisen, ist das ein enormer Fortschritt für die Theorie, dass das Tier sich springend bewegt hat. Die Schwanzquaste könnte dann als Steuer gedient haben. Das ist nicht stichhaltig bei Kängurus. Fachgespräch auf dem Knochenboden, hoch unter dem Dach des Hessischen Landesmuseums. Hier werden die Teilergebnisse des wissenschaftlichen Puzzles zusammengetragen, Theorien aufgestellt und überprüft. Der Schwerpunkt ist völlig unmöglich. Wir haben ja jetzt vom Skelett, so viel haben wir ja jetzt, genügend Hinweise darauf, dass es ein Springer war. Nur der Schwanz, der stört mich. Ja, für den Springer braucht man halt einen Balance-Schwanz. Marisa, mach doch mal hier euer Schwanzquatsch. Da habe ich eigentlich auch sehr gute Hinweise. Die Untersuchung der Weichteile hat ergeben, dass es also die typische Weichteilerhaltung ist, die wir aus Messel kennen. Also eine schöne Schwanzquaste, die wir hier haben. Also die ist auch echt. Die ist kein Präparationseffekt. Also dann ist für mich klar, der hat den Schwanz auf den Springer angesetzt, das war ein Springer. Gut, nun wissen wir, dass sich das Leptictidium springend fortbewegte und in Nordamerika und in Europa vorkam. Aber wie kam es nach Nordamerika und was folgte daraus? Wir haben nicht nur vergleichbare Tiere wie Leptictidien in Nordamerika, sondern wir haben auch aus anderen Kontinenten Tiere, die es in Messel gibt, ja. Und zwar zum Beispiel diesen Ameisenbär, das ist eine typische südamerikanische Erscheinung, die plötzlich in Messel auftaucht. Und was uns das zeigt, ist, dass es zur damaligen Zeit Landverbindungen gegeben hat, von Messel aus, von Europa aus, in den Rest der Welt, auf die anderen Kontinente. Solche Erkenntnisse lohnen die Arbeit gewiss. Die Ölschiefergrube in Messel ist ein offenes Fenster in die früheste Vergangenheit. Sie gestattet einen faszinierenden Einblick ins Erdalter. Gegen die Fossilien aus der Messeler Grube sind diese Zehnten hier geradezu jugendlichen Alters. Sie gehörten zotteligen Mammuts, die bis vor etwa 10.000 Jahren in Sibirien gelebt haben. Die Eiszeit-Jumbos haben sich im ewig gefrorenen Boden Sibiriens perfekt konserviert. Von ihren Zähnen erhofft sich ein ehrwürdiger Handwerkszweig die Rettung vor dem Ruin. Erbach im Odenwald, ein Schmuckladen am anderen. In den Schaufenstern Ringe, Ketten, Reifen, Kleinplastiken aus Elfenbein. Wie kommt das weiße Gold aus Elefantenzahn in diese Gegend? Graf Franz I. zu Erbach. Er war es, der die Elfenbeinkunst vor 200 Jahren hierher brachte. Er selbst hatte diese Art der Schnitzerei bei seinen Reisen in Italien kennengelernt und war ganz vernarrt in das edle, exotische Material. In seinem eigenen Schloss richtete er eine Meisterwerkstatt ein und gründete im Ort eine Drechslerzunft. Damit hatte die arme Landbevölkerung einen neuen Broterwerb gefunden. Ziergegenstände aus Erbach wurden berühmt, denn dem Material haftete der Reiz an, aus einer geheimnisvollen Gegend zu stammen, die kaum ein Mensch jemals im Leben zu Gesicht bekam. Doch das hat sich geändert. Die Elefanten sind durch Wilderer und Umweltprobleme in ihrem Bestand ernsthaft bedroht.
Zähne kann sie vor dem Aussterben retten. Darin sind sich die internationalen Naturschutzorganisationen einig. Und sie setzen jetzt auch ein solches Handelsverbot durch. Der Effekt gibt ihnen recht. Die Preise für Elfenbein gerieten drastisch ins Rutschen. Die Wilderei ging auf die Hälfte zurück. Und die Erbacher Elfenbeinmanufakturen sehen den Ruin vor Augen. Nicht nur, weil über kurz oder lang kein Nachschub mehr kommt, sondern auch, weil der Absatz stockt. Kritische Verbraucher lehnen das Elfenbein aus tierschützerischen Gründen ab. Selbst wenn es nachweislich aus legalen Beständen stammt, zum Beispiel von Tieren, die aus natürlichen Gründen zu Tode kamen. Sind nun die Zähne der Mammuts tatsächlich die Rettung vor dem Ruin für ihr Handwerk? Ja, wir hoffen das natürlich sehr stark. Es wird sehr darauf ankommen, wie die Akzeptanz der Kunden aussieht. Das heißt, der Käufer muss auch erkennen, dass es sich da um etwas ganz Besonderes handelt. Um etwas anderes? Die Farbe ist anders? Die Farbe ist natürlich anders beim Mammut. Unterschiede sind natürlich zu sehen. Es ist viel farbiger. Hier ist Elfenbein und diese beiden Ginkgo-Blätter sind jetzt aus Mammutmaterial gemacht. Und die wirtschaftliche Ausnutzung ist natürlich auch erheblich anders, da die Risse und so weiter mit einbezogen werden müssen ins Material. In Deutschland wurde ja schon immer verschwindend wenig Elfenbein importiert und verarbeitet, nicht mal 1%. Das meiste ging ja nach Asien. Und warum landeten jetzt die Mammutzähne in Erbach und nicht in Japan? Ja, in diesem Falle waren wir etwas schneller als die Asiaten. Wir waren im Herbst in Leningrad und haben dort ein Kontingent von über einer Tonne gekauft. Das Material ist jetzt hier und wir werden auch möglicherweise schon bald aus Kanada oder aus Alaska Mammutmaterial bekommen können. Wissen Sie da schon was drüber? Wir haben da Angebote, allerdings noch keine Qualitätsmerkmale und auch keine Preise. Solche Prachtstücke in Elfenbein aus Epochen, in denen sich noch niemand Gedanken machte um das Überleben der Schöpfung, wird es in Zukunft nur noch im Museum geben. Zum Beispiel hier in Erbach. Die Zeit der Kunst aus Elfenbein ist wahrscheinlich unwiederbringlich vorbei. Stadtkern mit wunderschönen Fachwerkhäusern. Und dann gibt es noch eine Fülle landestypischer Spezialitäten. Zum Beispiel ein köstliches Arme-Leute-Essen, das Kenner sehr wohl schätzen. Der Kirschmichel ist ein typisch hessischer Obstauflauf. Es kommt daher, weil der Odenwald bis hinunter in die Rheinebene ein Obstanbaugebiet war. Im Jahre 1812 wurde durch Verordnung des hessischen Großherzogs Kirschen nicht nur in den Gärten angepflanzt, sondern auch an den Chausseerändern. Ein behördlich bestellter Aufseher versteigerte die Ernte an die Dorfbewohner. Aus dieser Zeit stammt sicher das Gericht, das Rezept. Es ist einfach zu machen und ist auch sehr preiswert. Dieser Auflauf war für die ärmeren Leute ein wohlschmeckendes, sättigendes Gericht und für die gut betuchten ein Dessert. Wir benötigen dafür Kirschen, Butter zum Einfetten der Form, geriebene Semmelbrösel, Weißbrot, Eier, Zucker, eine Prise Salz, Milch, geriebene Zitrone, ein Schuss Kirschwasser und etwas Puderzucker zum Drüberstreuen. Zur Herstellung des Kirschmichels benötigen wir eine feuerfeste Auflaufform, die ich schon mit Butter ausgestrichen habe. Diese Form bestreue ich nun mit dem geriebenen Semmelbrösel. Ich nehme jetzt das geschnittene Weißbrot, 1 cm etwa,
entrinde und lege die Form fächerförmig damit aus. Auf dieses Weißbrot gebe ich jetzt eine Lage Kirschen. Diesen Vorgang wiederhole ich zweimal. Jetzt stelle ich die Saison her. Eier. Zucker. Milch. Eine Prise Salz. Geriebene Zitronenschale. Kirschwasser. Diese Liaison gieße ich nun über die Scheiben des Weißbrots und der Kirschen. Die ganze Sache lasse ich jetzt 15 Minuten ziehen. Nachdem der Auflauf 45 Minuten bei 200 Grad gebacken wurde, nehme ich ihn aus dem Ofen heraus, bestäube ihn mit Puderzucker. Am besten schmeckt er, wenn er heiß gegessen wird. Das Rezept können Sie bei folgender Adresse anfordern. Sie wird am Ende der Sendung wiederholt. Die Burg Frankenstein ist nicht etwa das historische Geburtshaus der Horrorfigur Dr. Frankenstein. Aber einen Zusammenhang gibt es da schon. Die Erfinderin des Dr. Frankenstein, die britische Schriftstellerin Mary Wollstonecraft Shelley, hat sich tatsächlich vom schaurigen Reiz der Ruine und vom Klang ihres Namens inspirieren lassen. Ja, damit ist eine ganz normale Burgruine, so mit Aussichtsturm und Kaffeeterrasse, wie es hierzulande Hunderte gibt, zum berühmten Spukschloss avanciert. Mit regelmäßigen, schrecklich schönen Gespensterspektakeln. Für die in Darmstadt und Umgebung lebenden Amerikaner eine besondere Attraktion. Jedes Jahr zur Zeitung Halloween, Gänsehaut und Horror live auf Burg Frankenstein. Auf dem Burghof treiben kostümierte Gruselgestalten ihr Unwesen. Überall tauchen sie plötzlich auf und sorgen für Nervenkitzel. Wer sich in die finsteren Burggänge wagt, für den werden Albträume wahr. Was viele nur aus dem Kino kennen, hier passiert es wirklich. Irgendwo ein Sarg öffnet. Wer mag da wohl heraussteigen? Also, mit Gespenstergeschichten wollen Sie nichts zu tun haben, jene Leute, die sich mit parapsychologischen Phänomenen beschäftigen. Wünschelroutengänger, Pendler, Sterndeuter und Okkultisten. Sie erzielen Wirkungen, die viele Zeitgenossen tief beeindrucken, weil sie unerklärlich scheinen. In Darmstadt ist eine Vereinigung von Naturwissenschaftlern am Werk, die versucht, solche parawissenschaftlichen Erscheinungen zu erforschen. Monster und Geister sind beliebte Spielgefährten. Die Kleinen genießen den Grusel der Gespensterwelt. Auch viele Erwachsene lassen sich vom Übersinnlichen faszinieren. Sie befragen das Pendel, spüren der Kraft der Pyramiden nach, lassen sich die Zukunft deuten, holen Wünschelrotengänger ins Haus und sie glauben den Prophezeiungen der Tarotkarten.
Phänomene und schreibt darüber in seiner Publikation. Phänomenal. Ein echtes UFO. Sie werden sicher in Ihrer Fachzeitschrift darüber berichten, Herr Walter. Ja, das war der typische Besuch aus dem Weltall sozusagen. Eine fliegende Untertasse hier über Rostorf wurde beobachtet und gesichtet. Nun, ich muss leider feststellen, dass all diese UFO-Beweise, die uns jetzt vorgelegt wurden, zwar analysiert wurden, aber wir konnten daraus nichts weiter erkennen, dass es sich um Trickaufnahmen gehandelt hat, wie beispielsweise um Autoradkappen, wie wir sie hier sehen können. Aber das ist nach wie vor kein Beweis für Besucher aus dem Weltall. Wird denn die Öffentlichkeit oft auf solche Weise hinters Licht geführt? Ja, natürlich. Wie man beispielsweise hier sehen kann, wurde ein ganzes Buch darüber veröffentlicht, mit solchen Aufnahmen. Es sind Täuschungen, mit denen viel Geld gemacht werden kann, indem man solche Bücher in Umlauf bringt. Und was hat es auf sich mit dem Wünschelroten-Effekt? Angeblich gibt es Menschen, die in der Lage sein sollen, verborgene Wasseransammlungen oder Metallvorkommen zu orten. Die Wissenschaftler der Gesellschaft haben jene scheinbar paranormalen Fähigkeiten in langen Testreihen untersucht. Für die Kamera wird die Versuchsanordnung schematisch wiederholt. Die Wünschelrute schlägt über dem Wasserbehälter aus. Nun das Ganze noch einmal im Blindversuch. Das Wassergefäß wird verborgen. Der Wünschelrutengänger hat nun keinen Anhaltspunkt dafür, unter welchem Karton sich das Wasser befindet. Ob nun die Rute wieder über dem Wasser ausschlägt? Die Wünschelrute hat ja nun im Blindversuch versagt. Warum? Wenn der Wünschelrutengänger weiß, wo sich Wasser oder ein Gegenstand befindet, dann schlägt die Wünschelrute auch aus. Denn seine Gedanken führen zu kleinen Muskelbewegungen, die dann zum Ausschlag einer labil gehaltenen Wünschelrute führen. Und das nennt man auch den Carpenter-Effekt. Aber wenn, wie in diesem Fall, der Wünschelrutengänger nicht weiß, wo sich Wasser befindet, dann ist die Reaktion rein zufällig. Wieder ein Fehlschlag. Dieser Mann vermag anscheinend Erstaunliches. Mit der Kraft seines Geistes ist er Herr über Materie und Physik. Bis jetzt jedenfalls.
solche Phänomene, wenn es sie denn gibt, überhaupt mit wissenschaftlichen Methoden zu fassen sind. Wer will es wissen? Schließlich hat ja auch die wissenschaftliche Eroberung des Mondes ihm nichts von seinem unerklärlichen Zauber und seiner magischen Wirkung nehmen können. Dieser Blick, der Mond über dem Odenwald, hat den Dichter Matthias Claudius zu einem der schönsten deutschen Abendlieder inspiriert. Und mit seinen Strophen möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Das war Schauplatz Deutschland, Germany Live. Das nächste Mal sind wir im 2000 Jahre alten Speyer zu Gast. Auf Wiedersehen.